リンクスタート。Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Spiel auf meinem Kanal, Sword Art Online Lost Fragment. Das Spiel gab es schon für die PlayStation Vita und jetzt ist es auch in Deutschland raus, überarbeitet für die PS4. Und wir steigen direkt mal ein und erstellen unseren Charakter. Das war natürlich umbenennen. So, hier ist die Größe. War, glaube ich, ganz okay. Können wir ihn kantiger machen. So, schön Fettsack hier. Hairstyle. Machen wir mal so an hier. Haarfarbe. War so ein bisschen lockungsmäßig. Gesichtstyp. So, Augen in Rot. Leuchten rot. Spin, bleib mal so. Stimme lassen wir auch so. のセリフだ。苦しめた。なんとか巻いたと思ったんだけど。なあ、そこの君、ここではこんなモンスターが出る。あんたたちのようなならず者と話す気はない。あんたたち、何か勘違いしてないか。危ない。Und nach der Folge Büchern dann unter in den Kommentaren schreiben. Ich kann das nicht so sehen. Und 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 ich kann das nicht so sehen.なんで私があんた、こいつの鎌は俺が受け止め。なぜ私を。それならこいつを倒すしかない。わかった。サンキュー。 So, ich starte noch den Kampf auf Kreis, ist normaler Angriff.
gleichen Zeitdrücken, um einen Power-Anschlag zu erzeugen.5層のボスに似ていた。フロアボスがなんでこんなと。さあな、同じステータスだったら。Aber der war ja noch relativ simpel. で、俺としては、その、俺が何かしてたら謝る。本当に。あいつら。どうやら本当みたいね。ああ。それを見て何とも思わない。気にはなっていたけど、聞いたら答えてくれるのか。いいわ。そういうこと。それじゃさよなら。ちょっと待ってくれ。何？関わらない方がいい。それは分かった。教えてくれ。 SAO の中。分からない。生き残るのに精一杯で。1ヶ月前で。ここの階層は分からなくなっているけど、電位結晶がないのなら俺の。遠慮する。君、フォローエリアデータアクセス制限が。なんだ今の。あんた、え、その手に浮かんでいる文様は。いつの間に。さっきのアクセス制限がどうなって。あんた一体何者。どういう意味だよ。私も。ねえ、その手よく見せてくれない。え、いた。やっぱり同じ。同じって。これと同じ文様がある場所を知ってる。そこに行けば何かわかるかもしれないな。他に、その、もし君がよければだけど、そこへ連れて行ってくれない。別に構わない。確かにカーソルがオレンジってのは。でもスカルリーパーと戦った時、それは SAO の中で一緒に命がけの戦いをしたんだ。俺はキリト。フィリア。フィリアか。うん。あんたって。よっ。それは光栄。Sprich könnte auch mal eine Soziale sein. Dankeschön. Wir wollen ja schließlich hier kämpfen, ne?Da ist unser nächstes Ziel, da müssen wir hinlaufen. Alles klar. Ja, jetzt wollen wir mal lesen. Das ist okay. So, hier sind jetzt Gegner. Aber sehr geil, was wir hier haben. Also, wir müssen jetzt noch die Gegner.Yeah!
zweiten Teil wieder Final Fantasy, dass man halt rumläuft, dann wird halt so eine Animation kommen, dann ist man an so einem rundenbasierten. Ja, auch nicht schlecht, aber so ein Spiel finde ich eigentlich ganz cool. Ein Kombo-Angriff auf jeden Fall. Ein paar Bienchen. Aber man muss auf jeden Fall diesen Bird irgendwie ganz gut teilen. Das heißt, wenn die eine Leiste weg ist, muss er einen kurz abholen. Und dann ist er jeden auch besiegt. Komm mal, den Größen hier noch. Ja, dann haben wir, wenn man L1 drückt, noch ein paar Fähigkeiten. Und die machen auch einen Haufen Schaden. Aber auf R1 hat man noch diese Fähigkeiten. Aber so viel, das wird dann in der nächsten Folge. Battlen wir uns hier noch ein bisschen später durch. Wie gesagt, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Das wäre jetzt mal der erste Eindruck. Schreibt mal in die Kommentare, wie euer erster Eindruck so ist. Und auch, was ist das mit den Texten auf sich hat. Ja. Wie man das meint, ne? Soll ich den Text jetzt mal schneller wegdrücken oder wollt ihr halt lesen? Schreibt es in die Kommentare. Und bis zur nächsten Folge.